Ebenso wie die 10 Stämme Israels ist auch das jüdische Zwei-Stämme-Haus bis zu seiner Annahme Jesu als Gott, Sohn Gottes und auferstandener Erlöser nicht länger das Volk Gottes, denn ihr Bundesgott und Gesetzgeber war nicht der Gott Vater, das konnte er unter anderem laut Johannes 14,6 nicht gewesen sein, sondern der Gott Sohn, welchen sie auf Golgotha beseitigten und der seit seiner Auferweckung gemäß Römerbrief 7, die Verse 2 bis 4, zu einem völlig anderen Mann wurde, den man nur dann haben kann, wenn man seinem neuen Bund mit allen Menschen und Israel beitritt. Aus dem Mann des Gesetzes wurde der auferstandene Mann der Gnade.